Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es, ja, von mir, natürlich von mir, von wem sonst? Von mir gibt es meine Favoriten im November. Was habe ich gefeiert und was nicht? Was hat mich überrascht? Wo habe ich gesagt, boah, geil oder eher so, bäh, nicht mein Ding? Ich habe noch was vergessen. Ja, ich vergesse gerne was. Das da habe ich vergessen. Ja, das da. Voilà, ich bin wieder da. Ich habe euch mitgebracht ein paar Paletten, ein paar Pinsel, paar Lippenstifte, Primer, Foundation und Bronzer, Pinsel, habe ich schon gesagt, Mascara. Ich habe da was gefunden. Ich habe mega fettige Haare. Ich muss unbedingt gleich duschen. Deswegen das Video, weil ich eigentlich noch relativ natürlich noch teilweise hier mehr geschminkt bin als da, weil ich da geschlafen habe. Natürlich, wie es so ist, wenn man sich mit seinem Sohn hinlegt und der einfach mal 2,5 Stunden pennt, schläft man halt mit. So, bis man den nämlich hingelegt hat, weil er einfach den Schlaf derzeitig braucht. Aktuell trage ich einen Mini-Lippenstift und zwar Ruby Woo. Ich muss sagen, auftragen lässt er sich echt bescheiden, aber aussehen tut er klasse. Das ist ein Matt, glaube ich. Keine Ahnung, was das Retro-Matt. Also, wenn er mal drauf ist, sieht das echt toll aus, aber das ist wie Wachsmalkreide auf den Lippen. Naja, darum soll es nicht gehen. Ich wollte halt nur öfters roten Lippenstift tragen, was mir einfach gefällt. Ich bin aber einfach lippenstiftfaul. Gut, Favoriten als Primer. Meine Tagespflege, wir fangen mit der Tagespflege an, habe ich Schneckenschleimcreme. Die benutze ich super, super gerne. Ja, was soll ich euch sagen? Hammer. Ich liebe es. Und habe ich mir nachgekauft. Gibt es bei Action für 2 €. Gibt es Tages- und Nachtcreme. Tagescreme ist so ein bisschen glibberlig im Blau. Und die Nachtcreme ist ein bisschen weiß. Ich weiß nicht, wie die Nachtcreme ist. Habe ich noch nicht ausgetestet. Ja. Dann zeige ich euch mal zwischendurch einen Flop. Auch für die Pflege. Und zwar von Catrice war das mal so ein Ei. Das ist ein Peeling. Nimmt man so und peelt sich die Lippen. Ihr seht richtig eklig, weil da immer Foundation dran ist. Dann macht man das. Ja, das funktioniert auch. Und dann, wenn man den Zucker wegmacht, dann glitzert man. Wer um Himmels Willen will denn so im ganzen Gesicht dann auf einmal glitzern? Kriegt man, also ich muss das immer mit so einem Kosmetiktuch dann abmachen. Einfach so ein feuchtes Tuch. Ja, auch die können eigentlich meine Favoriten. Ich finde die super mild. Damit kann man sich tatsächlich auch ins Gesicht langen, ohne dass es brennt. Ich habe es bei vielen Abschminktüchern, bei vielen Babytüchern noch nicht gehabt. Ehrlich gesagt, wenn ich so die Krümel weggemacht habe, dass es so brennt wie bei Kosmetiktüchern. So feuchte, ne? Abschminktücher da nicht. Und die kaufe ich immer wieder jetzt nach. Das sind Comfort von Lupilu vom Lidl. Im Viererpack und Hammer. Ich brauche auf jeden Fall immer so 2, 3 Tücher am Morgen. Vertreibt bei mir Kummer und Sorgen. Okay, das ist für mich ein Flop wegen dem Glitzer und weil ich es auch nicht so hart finde. Also es verschmilzt zu schnell. Ich bin froh, wenn das Ding leer ist. Ich habe noch so die halbe Kugel vor mir. Benutze ich in meiner Routine. Ich versuche es immer wieder reinzubringen. Ich vergesse es oft, aber es ist auf jeden Fall drinne. Dann kann ich euch Rosenwasser empfehlen. Und zwar habe ich herausgefunden, dass bei mir manche Sprays an den Augen brennen. Ich habe Rosenwasser jetzt einfach ausprobiert, weil es bei mir nicht in den Augen gebrannt hat. Und ich das ja eh so in so eine Sprühflasche habe. Also das ist noch übrig von diesem Rosenwasser vom DM, was 12, 15 € kostet. Und das vertrage ich mega gut am Auge. Und da sprühe ich einfach meine Pinsel an, um sie feucht zu halten. Und manchmal nämlich, wenn ich sowas hier benutze, ja, von verschiedenen Marken brennt das bei mir so ein bisschen. Keine Ahnung, woran es liegt. Das hier nicht. Also Rosenwasser habe ich mal für mich entdeckt. Für die Augen, zum Pinsel befeuchten, Lidschatten anfeuchten, wie auch immer. Finde ich ganz, ganz großes Kino. Großes Kino, ja. Dann habe ich für mich, seit einigen Wochen ist bei mir dieser Love Primer. Ich kann euch nicht genau sagen, was es macht. Vielleicht finde ich das jetzt mit euch heraus. Ich brauche keine Tagespflege, wenn ich den drauf mache. Ich habe ihn mega gut verwendet. Also ist vielleicht nur noch die Hälfte drinne. Ja, ich würde sagen,
Bis hier, ja, doch. Mehr als, also ich benutze ihn seit Wochen. Er funktioniert bei mir super. Er sieht ein bisschen frischer. Wenn man ihn nicht gut verblendet, sieht man tatsächlich ein bisschen peachig. Also man muss ihn am besten dünn auftragen und dann hat er so einen leichten Glow. Aber dieser Glow ist nicht so aufdringlich, sondern eher wie so eine zarte Creme. Also wenn ich das drauf mache, brauche ich nicht unbedingt eine Gesichtspflege. Von daher feiere ich das Ding, weil es einfach so ein bisschen, ja, hier Hydrating, und keine Ahnung, Illuminating. Also ich finde eher so Hydrating ist es auf jeden Fall. Und falls ihr das noch ergattern könnt bei Kleiderkreisel oder sonst wo, oder wenn es mal 50% im Sale ist, guckt euch das mal an, ist auf jeden Fall was für auch ältere Haut. Habe ich bei meiner Tante benutzt. Sie ist irgendwie so 50 plus. Mama ist 40 plus und da hat es auch super funktioniert. Und bei mir, ich bin 30 noch. Noch. Nächstes Jahr nimmer. Und da funktioniert es auch. So, zur Foundation kann ich euch absolute Liebe sagen. Ich habe aufgebraucht die Estée Lauder Double Wear. Da ist auch derzeitig Estée Lauder Double Wear drin in einer dunklen Nancy. Na, das hier. Und also ihr seht, ne, das ist aktuell meine Farbe und das ist so dunkel. Deswegen musste ich mir das so ein bisschen zusammenmischen mit der Essence, die super zusammen harmonieren. Also man könnte meinen, man hätte eine Foundation genommen. Normalerweise habe ich die 1C1 Cool Bone genommen, die super perfekt gematcht hat zu meiner Haut. Ich liebe die Foundation. Sollte ich 5 weitere mal aufbrauchen, auch einer der teureren, und einfach alles mal aufbrauchen und gucken. Brauche ich tatsächlich eine Estée Lauder Double Wear in meinem Leben, würde ich sie mir tatsächlich nachkaufen, weil ich sie echt gut finde. Ich finde, man braucht so eineinhalb, also bei meiner Mama zum Beispiel, sie ist wie gesagt Ü40, habe ich eineinhalb Pumper und im ganzen Gesicht verteilt, dass es eine leichte bis mittlere Deckkraft gab, damit man ihre Sommersprossen noch sieht, damit sie einfach noch sie ist, weil sie mag nicht angemalert sein, was ich gut verstehen kann. Meine Mama hat noch nie Augenbrauen gezupft oder sowas. Meine Mama ist eigentlich Anti-Kosmetik immer gewesen. Was heißt Anti? Sie schminkt sich schon, aber halt eher selten. Mittlerweile ist sie da so richtig reingefuchst. Ich habe ihr ein paar Paletten rausgeschickt und ja, sie steht morgens auf und schminkt sich tatsächlich auf die Frühschicht um 4. Hut ab für Mutti. Und ja, also bei ihr habe ich das ausprobiert und bei meiner Tante 50 plus. Ich finde, eineinhalb Pumper reichen völlig aus, um das so in die Länge zu ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist da, wo man es am meisten braucht, sind halt Rötungen oder irgendwas, so im Wangenbereich und dann aber so, dass man kaum was sieht, dass man Make-up drauf hat. Estée Lauder ist da echt gut. Man muss nur so ein bisschen bei den Fältchen aufpassen. Ich fand so ein bisschen, ich hatte einen schweren Concealer dabei. P2, das ist Total Cover-Up Camouflage Concealer, also das, man hört schon an den Namen. Da ist hier dieser Camouflage Concealer sehr, sehr dünn und der ist sehr, sehr dick und sehr nichts für reifere Haut. Wirklich gar nichts. Ich bin ganz froh, dass es den nicht mehr gibt und ich bin auch schon zur Hälfte durch mit ihm. Den würde ich mir, selbst wenn es den noch geben würde, nicht mehr nachkaufen. Ich benutze den oftmals nur hier und ziehe ihn dann eher so leicht hoch. Ich mag nicht älter aussehen, als ich bin. Na, man will sich ja eigentlich schöner schminken und nicht hässlicher. Von daher, Falten, die ich nicht habe, brauche ich mir auch nicht herstellen mit einem Concealer. Habe ich oftmals bei meiner Mutter und bei Tante weggelassen, weil es einfach zu dick war. Ne? Das war einfach zu pastös. Das war schon eher so. Oh nee, 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 nee. Da kann ich euch einfach den empfehlen. Den hatte ich letztes Jahr. Nee, auch dieses Jahr benutzt für meine Tante und Mama. Restlos begeistert und ganz dünn. Ja, ganz dünn, dann funktioniert das. Und das in Kombination fand ich klasse. Ich kann mich nie kurz halten. Sorry, Leute. Ich kann mich nie kurz halten, weil ich dann immer so viele Sachen in meinem Kopf habe. Auf einmal fällt mir da was ein und. Ja. Dann habe ich super gerne benutzt. Was mich geflasht hat, war diese Palette hier in Hamburg. Die hatte ich dabei, die habe ich mir eingepackt und die finde ich nach wie vor hammermäßig geil. Ich muss euch sagen, die Schimmernden gefallen mir einfach absolut besser natürlich als die matten Geschichten, außer hier so dieser Pulli, ne? Ist zwar super süß, aber der fusselt und ich bin ein einziger Fussel. Ich sehe schon die ganzen Fusseln fliegen. Das kann man doch nicht verkaufen, Mann. Habt ihr ein Haus mit? Ich dachte schon bei 60 Grad zu waschen, damit alle Fussel durchgeschleudert würden. Naja, okay, Flop des Monats Pullover.
Dann haben wir diese wunderschönen Farben und mich hat aber hier dieses Grün geflasht. Dieses Grün, ich konnte nicht aufhören, meine Mutter anzugucken. Sie hat schon ältere Lieder und bei ihr sah das so gigantisch aus. Also sie hat schon ziemlich Falten, sag ich mal, an der Stirn. Mutti müsste mal eigentlich einen Pony tragen, dann würde sie aussehen wie 18, weil sie echt die meisten Falten an der Stirn hat, weil sie so ein grübeliger Mensch ist. Mutti denkt ein Leben lang gerne nach. Ich glaube nicht, aber ja, Mutti. Meine Mutter hasst es, wenn ich sage Mutti. Dann muss sie immer lachen. Naja, auf jeden Fall die OPV-Palette. Ich habe sie ewig im Schrank liegen gehabt. Habe sie jetzt dann benutzt. Ich finde tatsächlich die schimmernden und diese Fall Eyeshadows wirklich gigantisch. Gigantisch fand ich dieses Grün, was so ins bläuliche Lilane geht. Einfach gigantisch, wunderschön. Ich könnte weinen, wenn ich diesen Ton angucke. Dann dieses Blau habe ich meine Tante auf die Lider geschmiert. Ich habe euch ja eine vollständige Review eigentlich über diese Palette in meinem Schminkkorb, also in meinen Schminkkoffer gegeben. Also falls ihr über sie noch weiteres wissen wollt, habe ich eigentlich alles gesagt. Ich finde, wie gesagt, die Matten nicht ganz so gut wie manch andere Töne, aber sie funktionieren auch. Man muss halt ein bisschen arbeiten und dann klappt das. Also das war so ein Flash des Monats, hat mir sehr gut gefallen, wird auch in meiner Sammlung bleiben. Ich habe da so Paletten aufgestapelt, welche ich vergleichen möchte miteinander. Gegebenenfalls möchte ich einfach aussortiert, weil ich merke einfach, weniger ist mehr in meinem Leben tatsächlich. Also bitte. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach gigantisch. Und die Lider sahen nicht älter aus, als sie waren. Trotz, dass es so mega Folding gab, ne? Ich habe das dann angesprüht mit so einem Gesichtsprimer und das bei meiner Tante ganz leicht aufgetragen und es sah einfach toll aus. Bei ihr, ich fand auf dem Foto nicht ganz so schön, was ich gepostet habe, also was ich mal in meiner Story gepostet habe, wie in Natura. Das sah ein bisschen verlaufen aus, war es aber gar nicht. Habe ich nicht verstanden, vielleicht lag es am Schatten, ich weiß es nicht. Sah aber auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen und ich musste immer wieder meine Models angucken. Ich habe es auf jeden Fall genossen, sie zu schminken. Dann habe ich noch einen Favorit und zwar Carbrow von Benefit in der 03. Und zwar trage ich das nicht so gerne mit dem Pinsel, der dabei ist, auf, weil das einfach zu präzise ist. Es ist zu stark. Am liebsten benutze ich tatsächlich einen ganz, ganz fluffigen Augenbrauenpinsel. Bestimmt nichts da. Sowas hier zum Beispiel. Naja, es ist jetzt nicht ganz so fluffig, aber ich nehme. Oh, der Pullover. Ich nehme was auf und dann. Dass ich versuche, einfach ja so wenig Produkt wie möglich zu haben und dann, ja, es sieht ein bisschen fleckig aus, weil so wenig wie möglich einfach drauf zu machen und dann gleich auszubürsten, gar nicht zu warten, sonst wird es zu bröckelig. Also es trocknet tatsächlich die Augenbrauen auch an. Finde ich toll, dass es auch im Mini-Format gibt. Dann kann man es einfach auch austesten. Ich benutze immer gerne so eine zweiseitige Bürste, wie jetzt hier von Morphe. Auch eben das ist so ein fluffiger Pinsel, den ich super gerne mochte. Hat mir super gut gefallen, weil er ein bisschen unpräziser, also ein bisschen dicker ist als der hier. Vielleicht könnt ihr das auch sehen, ein bisschen größer. Schwierig reinzukommen, hat eine mega dünne Öffnung. Also ist ja auch eigentlich der Pinsel dran. Aber ich konnte es auftragen, gleich ausbürsten. Auftragen, gleich ausbürsten. Gigantisch. Sah super natürlich aus. Heute habe ich es nicht drauf. Wobei ich noch ein Favorit auf meinen Augenbrauen habe. Und zwar Anna, nicht Anastasia Beverly Hills. Sieht aus wie Anastasia Beverly Hills, ist aber Avon. Avone. Ja. So. Farbtechnisch, ich würde sagen, das ist ein bisschen wärmer als Avon. Der Stift ist gut. Also, wenn ihr was mal testen wollt bei Avon, kann ich euch auf jeden Fall den Stift an der Hals andrehen und mehr kann ich euch nicht zu Avon sagen. Ich war sehr enttäuscht über die Avon-Geschichte und ja, lassen wir es mal so stehen. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Den finde ich gut und benutze ich, bis er aufgebraucht ist, werde ich aber nicht nachkaufen, weil ich ja, derzeit ich nichts bestellen möchte oder genug Augenbrauenstifte habe in meinem Leben. Ich habe noch genug Pomaden. Dann habe ich Mascara-technisch. Mascara-technisch benutze ich ja seit 3 Monaten Deluxe von LR.
Fantastic Mascara, ja, das ist wirklich. Ich glaube, da ist ein Serum drin. Ich glaube, da ist irgendwas drin, was meine Wimpern echt schön haben aussehen lassen. Avon? Nee, Avon. Okay, auf der Seite habe ich geschlafen. Das ist jetzt ein doofer Vergleich. Aber Avon habe ich heute getestet mit euch zusammen. Und die Paradise Ecstatic. Die schmiert unglaublich rum, aber sie erfüllt ihren Soll. Das ist das, was ich tagsüber einfach haben möchte. Ich möchte das, dass man sieht, dass ich Wimpern habe. Und nicht noch Fake Lashes. Mary Schatz, du hast mir deinen Fallen Dienstag übertragen. So, auf jeden Fall, Paradise Aesthetic ist im November zu mir eingezogen. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, euch die mal anzugucken. Guckt, dass es bei Rossmann 30% gibt und dann schlagt zu. Und am besten habt ihr eine, die dann leer ist, wo ihr dann benutzen könnt, und eine, die dann neu ist, damit es nicht so viel rumschmiert. Ich hasse es. Es gibt echt nichts Furchtbares für mich wie dieses Rumgeschmiere. Also, es wurde abgelöst. Ich würde nicht sagen, dass ich die, wenn ich bei eBay nochmal sehen würde für so einen Schnapper, 2 Stück für 13 Euro würde ich zuschlagen. Auf jeden Fall. Ich bereue es ein bisschen, dass ich es nicht getan habe. Finde ich ganz, ganz toll. Die ist aber genauso toll und die kriege ich in der Drogerie. So. Aber keine wasserfeste Vision. Ich bin kein wasserfestes Mädchen. Dann habe ich euch 2, 3, 4 Lippenkombinationen. Und zwar liebe ich absolut Nude. Nude derzeitig. Ich trage immer einen dunkleren Lip Liner und einen helleren Lippenstift. Ich finde es gigantisch. Angefangen hat das nämlich das Ganze. Hey, überall. Es gibt doch gar nicht, dass der Pulli so sifft. Wirklich. Mit diesem Duo hier, was mir die Niki mal geschenkt hat. So, ich zeige euch mal das Duo von NYX. Ja, das ist diese Kombination. Und so hat es nämlich angefangen. Erst umranden und innen drin ausfüllen. Ganz, ganz tolles Duo. Dazu bin ich auch gekommen, mehr auszutesten. Im letzten Monat habe ich auch, also im November, habe ich einen ganzen Fortschritt erzielt, indem ich bis hier runtergekommen bin. Ich bin selber, also ich bin jetzt unter dem Butter, also gerade so an dem Butter unten drunter. Ganz, ganz toller Lipgloss. Feier ich. Ich mag das total. Riecht für mich gigantisch. Gut. Habe ich immer wieder gerne als Balsam, weil ich finde das, für mal runtergefallen, finde ich gigantisch, das von NYX Buttergloss in der 02. Wäre tatsächlich was zum Nachkaufen. Ich habe aber auch noch einen anderen Buttercup in Ebbelstrudel 08. Finde ich auch schön, die Farbe. Aber ich bleibe jetzt erstmal an dem dran, um den aufzubrauchen. Und ja, ansonsten habe ich auch, wie gesagt, zu dem Lip Liner Buttercup von Gerard Cosmetic gut benutzt auch. Also das war diese Kombi, die trage ich, habe ich heute Morgen getragen, als ich euch ein Bild hochgeladen habe. Heute ist der 2.12. Und ja, dann habe ich einen Bronzer sehr geliebt im November. Habe ich angefangen wieder zu benutzen. Irgendwie war ich so traurig, dass ich ihn also nicht benutzt habe. Ja, da ist ordentlich Produkt drin. Hier waren nämlich 20 ganze Gramm drin. Aber es waren schon, sage ich mal, nur 10 drinne. Ich würde sagen, jetzt sind nur noch vielleicht 9 bestimmt drinne. Er riecht gigantisch frisch. Ich finde die Verpackung super schick. Wirklich einer der schicksten. Sieht aus wie, als würde das von Guerlain sein oder irgendwie sowas von MAC. Keine Ahnung, war von Kiko. Hier bin ich schon auf dem Grund. Es war auch schon fast das Grund. Also, ja, ich würde sagen, ich habe ihn super gern. Also, ich benutze ihn super gerne und zwar mit so einem Pinsel hier. Entweder ganz präzise, ne, so als Bronzer- und Blush-Ersatz. Oder aber auch mit diesem Pinsel. Damit pudere ich gerne ab. Überall diese Haare. Ich weiß es nicht. Der Pullover ist ja richtig anstrengend hier. Ich habe den gewaschen, meine ganze Waschmaschine war voll, ne? So, benutzt den und dann eher so fluffige Bewegungen oder nach oben, je nachdem, wie ihr es haben wollt, weil der einfach nicht zu doll aufträgt, ne? Ganz, ganz toller Bronzer ist Baked Bronzer Fall 2.0 02 Bronze Melange.
Ich weiß es nicht, nach Kakao riecht er. Doch, ich weiß es. So, dann noch drei Paletten, die mich fantasisiert haben. Und zwar Make-up Revolution Pro. Ich stand wirklich ungelogen eine Stunde an der Theke und habe überlegt, ob ich sie mitnehmen soll, weil ich einfach keine Drogerie. Ja, ich habe so viele Paletten und irgendwas ist ähnlich daran. Es handelt sich einmal Day and Night und einmal Earth and Stone. Sorry. Aber alleine wegen den ersten vier Tönen von hier und die ersten vier Töne von da, ich konnte nicht widerstehen. Also es handelt sich rein theoretisch nur um diese vier. Ich liebe sie. Ich habe sie alle getragen, ich habe sie allen. Ich könnte, wenn ich so eine Töne sehe, wie kann man da bitte nicht kaufen? Ich weiß es nicht. Bin ich ein Opfer? Wahrscheinlich. Ein richtiges Opfer. Also ich konnte nicht widerstehen, ich kann sie euch auf jeden Fall als Drogeriepalette empfehlen. Ich habe schon Festtagslooks damit geschminkt, mit den zwei Tönen und den. Also ich kann sie euch wirklich empfehlen. Auch die Matten, die fühlen sich sehr, sehr weich an. Also sie sind super zart, wenn man sie macht. Also wenn man sie auf den Finger bringt, dann sind sie wie Seide. Also ich weiß es nicht. Es gibt auch Puders, die so ganz, ganz fein gemahlen sind. Genauso sind die. Und ich glaube, ihr seht ganz gut, wie ich sie abgerockt habe. Vor allen Dingen die ersten vier, weil ich sie einfach liebe. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach nur zu swatchen. Ich liebe sie. Wirklich gigantisch schön. Absolute Kaufempfehlung. Ich werde mir die weiteren Paletten angucken, um euch einfach mal auch, ja, die Paletten vorzustellen. Ich denke, das ist schon, ja, machbar. Wäre es ein Refill, hätte ich mir natürlich nur die vier genommen. Für mich trotzdem als Palette machbar. Ich fand auch den silbernen hier schön. Ich finde nur, wenn man dann ein bisschen tiefer schabt, wird er dunkler. Also er wird dann so richtig steinig irgendwie. Tolle, das Blau. Das Blau, man könnte mit dem Weiß, das war meine Kombination, ne? Ich habe geweint. Ich saß einfach nur da und habe einfach geweint. Ich habe geweint, wie schön etwas sein kann. Also wirklich auch in Kombination diese zwei, ich habe einfach da gesessen und geweint. Ich habe geweint, weil die Lidschatten so schön sind. Ja, man kann emotional werden, wenn es um Lidschatten geht. So, absolute Liebe. Und welche mich auch diesen Monat geflasht hat, also im November, war die Huda. Und zwar die Emerald Obsession. Das ist die kleine grüne. Erst wollte ich sie nicht. Ich wollte keine Huda, keine 30 Euro, bla bla bla. Aber bitte, können wir bitte reden, wie schön die sind. Also alleine schwierig, machbar, machbar. Alles immer machbar. Es ist alles machbar. Die Pigmentierung ist auch wieder zum Weinen. Wir können da auch wieder weinen gehen. Vor allen Dingen bei den Schimmernden, ne? Oh, ich sehe gerade, ich glaube, ich hatte noch. Nee. Bitte können wir weinen gehen? Ja. Genau aus diesem Grund müssen wir einfach heulen gehen. Ich hatte auch schon diesen khakifarbenen drauf. Den da unten. Also ich habe schon komplett alle bis auf den hier in der Ecke benutzt. Also bis auf den hier. Entschuldigt bitte, aber für mich ist das einfach zum Weinen sowas. Ich finde sowas wunderschön. Ich könnte einfach den ganzen Tag da sitzen und swatchen, total hirnrissig. Aber es ist für mich einfach ein Traum von einer kleinen Mini-Palette. Deswegen darf sie auf gar keinen Fall im Moment meine Sammlung verlassen. Ich bin super begeistert, bin gespannt, wie oft ich sie nutze, weil es doch außergewöhnlich, ne? Aber ich liebe Grün, ich liebe Lila. Mittlerweile habe ich mich, wie gesagt, mit Blau angefreundet. Und das ist für mich Qualität. Das spricht für sich. Und genau das kriege ich auch auf dem Auge. Das werdet ihr auch sehen. Ich habe 3, 4 Videos mit ihr schon. Ich weiß es gar nicht. 2 auf jeden Fall. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Hallo, geh doch mal jetzt rein da. So, dann hätten wir das hier, ne? Ja, dann kommen wir zum Bronzer. Das ist von Benefit und zwar der Hoola Creme Bronzer. Vielleicht könnt ihr sehen, was mit ihm passiert ist. Nicht mehr ganz so viel, denn ich habe ihn ein bisschen ausgekratzt. Ich habe ihn öfters benutzt und es ist für mich ein perfekter Bronzer. Ja, ich bestimmt, Schatz. Entschuldigung, ich wollte nicht. Stell sie wieder hin. Stell sie da hinten auf den Teppich. Hier. Hallo.
Das ist so, so schön. Es lässt sich super verarbeiten. Und zwar benutze ich super gerne den Pinsel hier auch. Das ist die kleine Schwester von dem. Ja. Das ist der große Bruder und das ist die kleine Schwester. Ja, das bin ich. Du? Ja. Nein, das bist du. Nee, das bin ich. Auf jeden Fall, der große ist eher so für Bronze auftragen, ne? Für Puder, cremige Konsistenzen. Während das schon wieder etwas fester ist und man einfach das Cremeprodukt super einarbeiten kann, tupfend, ja? Es ist synthetisches Haar. Mein Pullover hängt einfach überall, wie ich das hasse. Toll, das ist die Nummer 2. Für Cremegeschichten benutze ich die gerne. Und die Nummer 1 benutze ich für Pudergeschichten. Dann hätten wir das auch schon. Ja, dann kommen wir noch zu einem Scheißerchen, den ich eigentlich nur mitbestellt habe, um günstiger zu sein. Nas Mozambique. Keine Ahnung. Mensch, das ist so ein Liquid. Nee, das ist ein Gelpot. Und zwar einer der wunderschönsten Farben, die ich derzeitig so als Moos gesehen habe. Wie viele abgegangen sind auf dem Bild mit diesem moosgrünen Eyeliner, ja? Also das war ein Gel-Eyeliner und der war so gigantisch. Den kann man natürlich auch komplett verblenden. Ich verblende euch das mal kurz. Aber ich fand es richtig geil, richtig schön dreckig. Und man kann auch krasse Lippen dazu tragen. Einfach diesen grünen Lidstrich. Und es sieht einfach gigantisch aus. Ja. Und ich muss auch sagen, das sind auch meine Favoriten. Ich habe nicht so viel Kram, sage ich, neu. Ich habe schon ein paar, klar. Ich habe auch andere Paletten genutzt. Aber es war im Moment, kann ich mich nicht daran erinnern, dass etwas so gigantisch war. Versteht ihr, was ich meine? Dass ich sage, ja, als Drogeriepaletten, die sind Revolution Pro absolut, absolut herrlich. Kann man nicht meckern. Die kosten 12 Euro, 13, 12 Euro, gigantisch. Was will man mehr? Oder 13, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber 11,99 finde ich ganz, ganz toll. Ein Kajal, doch, ich kann mich noch erinnern. Ein Kajal. Und zwar, meine Lieben, ist der von zu Eva. Den trage ich rauf und runter. Den ganzen November schon. Das ist, ich weiß es nicht, wie der heißt. Ich könnte weinen. A22 steht da drauf. Der ist braun mit roten Glitzerpartikeln. Absoluter Favorit. Ich weiß es nicht, wie lange ich den schon habe. Und ich werde echt traurig, wenn der leer ist. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wie der heißt. Vielleicht habe ich den irgendwann erwähnt. Ich weiß es nicht. Guck mal, wie schön. Also das ist ein absoluter Favorit. Ich trage super gerne auf mein... Warte doch mal kurz, Schatz. Warte mal kurz. Ich erzähle dir gleich. Super Favorit. Ganz, ganz großes Kino. Hält den ganzen Tag. Also hätte ich nicht erwartet von ja, 9 Euro, glaube ich, kostet der. Aber Essence hat es auch drauf. Mama, was machen diese. Wir heute? Extrem lasting. Mami, was machen wir heute? Du, ich habe gesagt, du sollst kurz warten. Was machen wir? Nee, ich erzähle dir jetzt. Ich bin sofort fertig. Den hier. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Extreme Lasting. Probiert die mal aus. Tschüss. Ciao. Probiert die auf jeden Fall mal aus, wenn ihr Kajal, also wenn ihr es auch weiter runterzieht als nur auf der Wasserlinie, sondern noch ein bisschen weiter runter hier am Wimpernkranz, sieht das Auge weder kleiner aus noch irgendwas. Ich habe ja auch nicht die größten Augen. Ich habe eher so, ja, ich würde schon sagen, eher so schlitzi oder mandelförmige Augen. Ist vielleicht nicht die super Geschichte, sie noch länger zu ziehen. Aber absolute große Liebe. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zu den nächsten Favoriten. Bis bald. Ciao.